Hi, im heutigen Video geht es um die Geschichte, warum wir unseren ersten Hund Zion genannt haben. Also wir haben zwei Hunde und den ersten Hund haben wir Zion genannt. Die Geschichte dazu erzähle ich gleich etwas mehr. Vorab möchte ich generell sagen, das ist so heftig, wie viele Wunder alleine wir schon mit Zion erlebt haben. Also wie viele Wunder der Herr Jesus Christus auch alleine schon im Zusammenhang mit Zion getan hat. Also beispielsweise ein ganz aktuelles Wunder. Letztens ist etwas ganz Schlimmes passiert und zwar ist Zion vom Balkon runtergefallen. Das ist ungefähr so passiert. Also wir haben einen recht großen Balkon. Das meiste von dem Balkon ist halt sozusagen wie umzäunt, aber ein kleines Stück ist halt nicht so wirklich abgezäunt. Das ist so ein kleines Stück und wir haben hier halt sehr viele Katzen, die hier in der Nachbarschaft leben und die kommen einfach auch auf den Balkon und dann springen die und Katzen sind halt Katzen, die klettern halt so rum. Ja, und ich weiß nicht genau, ob Zion sich das irgendwo abgeschaut hat oder sowas. Oder ob sie selber irgendwann auf diese Idee gekommen ist. Auf jeden Fall ist sie dann halt in diese Stelle, die halt nicht abgesperrt war, hochgesprungen. Ja, und so kam das eines Tages dann dazu, dass sie dann halt hier hochgesprungen ist und dann halt aber darunter geflogen ist. Arthur arbeitet ja von zu Hause aus und sein Büro ist direkt neben dem Balkon. Er war gerade am Arbeiten und hatte Kopfhörer auf und trotzdem hat der Zion Gott sei Dank gehört, obwohl sie nicht laut irgendwie gebellt hat oder sonst was, sondern Arthur meinte, sie hat einfach so ganz leise gequiekt oder sowas, also so ein ganz leises Geräusch gemacht, aber selbst das hat er Gott sei Dank gehört und dann hat er mich gerufen und mir Bescheid gesagt und ich habe dann gebetet und er ist schnell runtergelaufen und als er die Tür aufgemacht hat, war Zion schon vor der Tür. Also sie ist dann von da, wo sie halt dann aufgekommen ist, selber zur Tür gegangen. Und ja, wir waren natürlich total geschockt und hatten richtig Angst und sowas und haben halt gedacht, okay, irgendwas muss da jetzt sein. Das kann ja irgendwie fast gar nicht wahr sein, dass da jetzt nichts passiert ist. Sie ist ja schon von mindestens ungefähr 3 Metern oder sowas. Wir wissen es nicht ganz genau, aber schon vielleicht so ungefähr 3 Meter oder sowas runtergestürzt. Also es war wirklich eine große Höhe. Und ja, wir haben uns so dolle Sorgen um sie gemacht und sowas. Aber ne, sie hat erstmal so ein bisschen gehumpelt. Wir haben ihr so ein bisschen was zu essen gegeben, hat sie ja dann auch gerne gegessen. Das war dann schon mal ein sehr gutes Anzeichen. Ja, aber ansonsten, die hat wirklich eigentlich fast nur ein bisschen gehumpelt. Sie hatte hier am Mund noch so eine kleine Stelle, die halt so aufgeratscht war. Und wir hatten dann halt Angst, dass sie irgendwelche inneren Blutungen haben könnte oder sowas. Sie war ganz ruhig irgendwie. Sie hat gar nicht wirklich geweint oder sowas. Sie war einfach ganz ruhig. Dann sind wir mit ihr zum Tierarzt gefahren, da wurde sie so ein bisschen überprüft und sowas. Sie hat dann so Schmerztabletten bekommen. Aber im Endeffekt ist nichts gewesen. Es ist alles gut gewesen und das ist wirklich so ein Wunder gewesen und wir sind dafür so dankbar und wir haben jetzt versucht, das so irgendwie abzusperren. Das ist halt nicht so einfach, diese Stelle abzusperren. Unsere Hunde Zion und Yoshi sind ja beide so klein, die können sich wirklich so durchschlängen und ja, da muss man halt wirklich ganz genau gucken. Manchmal, wenn wir versucht haben, etwas abzusperren, dann haben sie trotzdem irgendeinen Weg gefunden, sich irgendwo durchzuschlängeln. Also ja, die sind halt beide sehr, sehr kleine Hunde. Also Zion ist ja ein Pomeranian, ein Zwergspitz und Yoshi ist ein Yorkshire Terrier, aber der ist ja noch ein kleiner Welpe. Ja, genau, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt aber versucht, die Stelle auf dem Balkon abzusperren. Und ja, wir sind dem Herrn Jesus Christus so unendlich dankbar, dass Zion lebt, dass sie gesund ist, dass alles gut gewesen ist nach ihrem Sturz. Und ja, das war so ein ganz aktuelles Wunder, was ich erzählen wollte. Aber ja, ich wollte noch andere Wunder erzählen im Zusammenhang mit Zion. Darin enthalten wollte ich dann halt auch erzählen, warum unser Hund Zion heißt, warum wir sie Zion genannt haben. Also so richtig angefangen hat es mit Zion sozusagen in dem Sinne damals, als wir eines Tages in einem Airbnb waren. Und da waren zwei Hunde in dem Airbnb und ein Hund davon war so ein richtig fröhlicher, aufgeweckter Hund, ist die ganze Zeit rumgesprungen, ist die ganze Zeit zu uns gekommen und wollte die ganze Zeit spielen und mit uns kuscheln und sowas. Das war so ein super, super süßer Hund und ja, wir haben diesen Hund so gerne gehabt und ich habe wirklich gedacht, wow, das wäre wirklich so mein Traum, wenn wir eines Tages auch so einen Hund kaufen würden. Und dann haben wir halt auch gefragt, was das für eine Rasse ist und das war dann irgendwas mit Pomeranian. Also ich weiß nicht, ob das eine Mischung war zwischen Pom und irgendwas anderem, aber es war halt irgendwas mit Pomeranian. Und dann haben wir uns gemerkt, Pomeranian, und haben gedacht, okay, eines Tages, wenn wir so eine eigene Wohnung haben und sowas, so der Herr möchte, dann möchten wir uns einen Pomeranian kaufen. Wir haben auch auf Reise manchmal überlegt, uns da schon einen Hund zu kaufen, aber dann sind wir immer wieder dann doch zu dem Entschluss gekommen, nein, wir warten noch. Und genau, so haben wir dann halt so gewartet, eines Tages uns einen Hund zu kaufen, genau halt einen Pomeranian. Eines Tages waren wir dann in Bulgarien und
Zu dem Zeitpunkt, als wir in Bulgarien waren, waren wir schon recht lange auf Reise gewesen. Ich habe ja sehr viel zu dem Thema Reise und sowas bereits in anderen Videos erzählt. Wir waren auf jeden Fall schon sehr lange auf Reise und wir haben uns schon sehr nach einer Wohnung gesehnt. Wir wussten nicht, ob es Gottes Wille ist. Wir haben ihn um Führung und Leitung gebeten. Und wir wussten nicht, sollen wir jetzt weiterreisen oder dürfen wir eine Wohnung haben. Aber wir hatten schon wirklich eine sehr große Sehnsucht nach einer festen Bleibe, nach einer Wohnung. Also auf dieser Erde, unsere wahrhaftige Wohnung ist natürlich dann beim Herrn, wenn wir eines Tages bei ihm sein werden. Aber ich meine, ja, ist ja klar, was ich meine. Also hier temporär auf dieser Erde. Und wir haben uns halt sehr dolle dann sozusagen eine Wohnung gewünscht, in der wir bleiben können, so, weil Reisen ist wunderschön, wirklich. Also wir waren unfassbar dankbar dafür, oder wir sind unfassbar dankbar dafür, dass wir so viel auf Reise sein durften. Der Herr Jesus Christus hat uns so viel geführt und geleitet, wohin wir gereist sind und sowas. Er hat das so geführt, dass wir mit Menschen über ihn sprechen konnten und so weiter und so fort. Also ja, wir sind da wirklich super dankbar dafür, dass wir so lange auf Reise sein durften. Aber gleichzeitig, wenn man lange auf Reise ist, es ist schon heftig irgendwie, wenn man von einem Airbnb ins nächste Airbnb und dann ins nächste Hotel und wieder Airbnb und Hotel, und das ist halt schon wirklich so, irgendwann sehr ermüdend gewesen, so lange auf Reise zu sein. So, es ist ja auch mit dem Gepäck so diese Sache, so man bringt das Gepäck ins Hotel und dann packt man ein paar Sachen aus und dann ist halt die Frage, okay, lohnt sich das jetzt für die paar Tage alles auszupacken oder nur ein paar Sachen auszupacken, aber dann braucht man mal irgendwas, was ganz unten ist, also muss man doch den halben Koffer auspacken und dann muss man es wieder einpacken, ins nächste Hotel wieder auspacken, wieder so und das über einen längeren Zeitraum, das ist schon irgendwann sehr heftig gewesen. Also wir waren super gern auf Reise und der Herr hat das so geführt und geleitet und ich meine, sein Wille geschehe und wir sind dankbar, dass er das geführt und geleitet hat und so wie es war, war es am besten. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten und der Herr hat das genau so geführt, wie es sein sollte. Sollte zu seiner Ehre sein. Unser Leben gehört ihm. Und es war toll, so wie es ist. Und es war wundervoll. Wir durften so viel reisen. Das war wunderschön. Genau, aber wir haben uns trotzdem auch sehr doll eine Wohnung gewünscht. Natürlich insofern es Gottes Wille gewesen wäre. Ja, wir haben uns wirklich irgendwann wirklich sehr dolle nach einer Wohnung gesehnt. Und dann waren wir in Bulgarien und haben gedacht, okay, vielleicht ist es ja Gottes Wille, so wir haben so, dass wir jetzt hier eine feste Wohnung haben werden. Und Bulgarien ist ja wirklich das allergünstigste Land in Europa, glaube ich, wenn nicht, also entweder eins der günstigsten Länder oder das allergünstigste Land in Europa. Und wir haben dann halt im Internet so geguckt nach Wohnungen und da habe ich halt eine Wohnung gefunden, die kostete wirklich, ich glaube, nicht mal 10.000 Euro. Also wirklich nicht mal 10.000 Euro. Also nicht zur Miete, sondern wirklich die Wohnung zu kaufen. Und das ist natürlich für eine Wohnung extremst günstig. Und es war halt damals so, dass wir das Hochzeitsgeld, was unsere Eltern uns zur Hochzeit schenken wollten, dass wir das nicht sofort genommen haben, sondern dass unsere Eltern das erstmal behalten haben, weil wir wollten das erstmal noch nicht nehmen, weil wir hatten noch sehr viel von unserem ersparten Geld. Wir haben ja, bevor wir geheiratet haben und bevor wir auf Reise gegangen sind, dann einen Monat nach unserer Hochzeit, wir haben halt noch davor in so Jobs wie McDonald's und sowas gearbeitet und haben dann Geld verdient und hatten somit noch einiges Erspartes dann. Wir haben vielleicht einen Teil von dem Geld bereits verwendet, aber das meiste Geld von dem Hochzeitsgeld, was unsere Eltern uns geschenkt haben, haben wir noch gar nicht benutzt. Und als wir dann in Bulgarien diese Wohnung gesehen haben für unter 10.000 Euro, haben wir uns gedacht, oha, vielleicht sollen wir uns diese Wohnung kaufen, vielleicht ist es jetzt soweit mit der Wohnung. Und ja, ich hatte dann im Internet auch nach Hunden geschaut, nach Pomeranians und habe dann auch Pomeranians gefunden für ungefähr 300 Euro oder sowas. Also das ist ja in Deutschland, ist diese Rasse, kostet die locker über 1000 Euro, also na, ungefähr 1000 bis 1500 oder sowas, ich weiß jetzt nicht, vielleicht sogar noch teurer. Unterschiedlich natürlich, aber ungefähr so um den Dreh, ne? Es ist schon wirklich eine sehr teure Rasse. Aber da in Bulgarien gab es auch Pomeranian-Hunde für ungefähr 300 Euro ungefähr. Also ob das jetzt rein rassig 100% war, weiß ich nicht. Und diese Pomeranian-Hunde, die ich da gefunden habe im Internet, das war von einer Familie, dessen Hund hat Kinder bekommen. Die haben, glaube ich, drei oder vier
Welpen bekommen. Und ja, genau, und das war ungefähr 300 Euro, ein bisschen mehr vielleicht für einen von diesen Welpen. Genau, und ich und Arthur haben dann darüber gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob wir uns einen von diesen Hunden kaufen könnten. Und er wusste, dass ich mir das ganz dolle wünsche und sowas. Und dann hat Arthur mir eine Abmachung vorgeschlagen. Und zwar wollte Arthur gerne auf den höchsten Berg von Bulgarien steigen und er hat mir gesagt, dass wenn ich mit ihm komme, wenn wir gemeinsam auf diesen Berg steigen, dass wir uns dann einen Welpen holen würden. Und diese Abmachung habe ich dann zugestimmt und dann haben wir uns dann entschieden, zum einen auf den Berg zu steigen, das war der Mount Viren oder wie man das ausspricht, ich weiß es nicht, und genau, und uns dann einen Hund zu holen. Und wir hatten dann auch genau in dieser Zeit noch so diese Wohnungsbesichtigung von der Wohnung, von der ich erzählt habe. Wir haben uns die Wohnung angeschaut. Wir dachten, ja, ne, die Wohnung gefällt uns. Das war in so einem Wohnkomplex und das Wohnkomplex sah recht neu aus. Das war auch, glaube ich, gar nicht so alt. Also vielleicht 8 Jahre oder sowas. Das war eigentlich sogar total neu noch. Ja, wie heißt es? Wir haben so gedacht, ja, ne, so ist eine kleine, aber eine sehr günstige und schöne Wohnung. Und da haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir die Wohnung, dann holen wir einen Hund und da haben wir uns in Bulgarien auch ein Auto gekauft. Das war ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro, irgendwie sowas. Das war ein sehr günstiges Auto. Ja, und ich und Arthur hatten schon darüber gesprochen, unseren Hund vielleicht Zion zu nennen. Da will ich kurz was zu Zion sagen. Also manchen Leuten sagt Zion vielleicht jetzt etwas, manchen Leuten sagt das vielleicht überhaupt nichts. Ich fand Zion immer total schön, obwohl ich nicht mal so richtig erklären konnte, was genau Zion ist. Bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches über Zion sage, lese ich einfach kurz was vor, was ich auf die-bibel.de gefunden habe zum Thema Zion. Ich lese jetzt nicht den ganzen Abschnitt drüber vor, aber einfach so ganz kurz, einfach so ein bisschen. Zion war zunächst der Name einer Festung, die auf dem Südosthügel der Stadt Jerusalem stand. Jerusalem und das umliegende Land gehörten damals den Jebusitern, einem kananäischen Stamm. König David eroberte die Burg und machte sie zu seiner Hauptstadt. Daher wurde die Festung auch Davidsstadt genannt. 2. Samuel Kapitel 5, Verse 6 bis 9. Später ging der Name Zion auf den sich nördlich an die Davidsstadt anschließenden Tempelberg von Jerusalem über. In dichterischen Texten kann Zion auch ganz Jerusalem und seine Bewohner oder sogar das ganze Volk Israel bezeichnen. Dann steht noch etwas weiter, das überspringe ich jetzt, dass das nicht zu lang wird jetzt, was ich hier vorlese. Genau, hier lese ich ab hier jetzt weiter. Bei den Propheten ist der Zion ein Bild für die Hoffnung Israels, dass Gott über alle Feinde siegen wird. Daran knüpft sich die Vorstellung, dass alle Völker zum Zion ziehen werden und dann auf der ganzen Welt Frieden herrschen wird. Jesaja 1, Verse 27 bis 28, Jesaja 2, Verse 3 bis 4, Jesaja 4, Verse 5 bis 6, Micha 4, Verse 1 bis 5 und Zacharja 8, Verse 20 bis 23. Auch im Neuen Testament ist der Zion ein Bild für das Heil, das Gott bringen wird. Hebräer 12, Vers 22 und Offenbarung 14, Vers 1 und so weiter. Ja, ganz kurz und knapp gesagt, einfach worauf ich halt hinaus will, ist halt einfach, dass ich das Wort Zion sehr viel verbunden habe mit der Hoffnung, die wir als wiedergeborene Christen in unserem Herrn Jesus Christus haben und ja, irgendwie mit der Zukunft, wenn wir bei ihm sein werden, wenn wir mit ihm sein werden. Und ja, irgendwie habe ich das so damit verbunden und fand somit das Wort Zion immer so schön. Ja, und wir haben dann damals auch so darüber gesprochen, unseren Hund vielleicht Zion zu nennen. Und dann eines Tages sind wir dann auf diesen höchsten Berg von Bulgarien gestiegen. Das war der Mount Viren, glaube ich. Und es war ein super heftiger Tag für uns und an dem der Herr Jesus Christus auch da wieder so viele Wunder getan hat und wo ich auch so viel lernen durfte durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Ganz generell gesagt bin ich ein Mensch, der immer dazu tendiert hat, sich Sorgen zu machen und Ängste zu haben und sowas. Also zum Beispiel hat meine Oma mir irgendwann mal erzählt als Kind, wenn sie mit mir irgendwie im Auto gefahren ist und wir sind immer eine Brücke gefahren und dann habe ich immer gesagt, aber Oma, was ist, wenn die Brücke einstürzt und solche Sachen. Also immer halt irgendwie, was ist, wenn dies und das und Ananas, bla 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 und keine Ahnung, das war halt schon einfach immer so, ne? Und ich meine, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus, der Herr Jesus befreit mich immer mehr davon, also als wiedergeborener Christ soll ich keine Angst haben, sondern ich soll Gott voll und ganz vertrauen. Aber das war bei mir wirklich ein Prozess, wirklich, alle meine Ängste wirklich an Gott abzugeben und so und da wirklich im Glauben zu wachsen, im Vertrauen zum Herrn Jesus Christus zu wachsen und da wirklich, Gott hat mich da immer mehr wirklich von meinen Ängsten befreit und sowas und es ist schon viel, 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 viel besser geworden. Also ich habe ja auch zum Beispiel ein Video zum Thema Panikattacken und sowas
Ja, das war ja auch eine Zeit lang wirklich sehr stark bei mir mit den Panikattacken und es hat ja auch was mit Ängsten zu tun. Und ja, davon hat der Herr Jesus Christus mich ja auch komplett befreit. Und genau, bei dem Tag war das dann so, dass da wieder so eine Angst in mir aufgekommen ist. Und zwar habe ich halt gedacht, so, wir waren gerade auf dem Weg zum Berg und es war ungefähr so 6 Uhr morgens oder sowas. Und da plötzlich kam so in meinen Kopf, oh, was ist, wenn es hier Bären gibt? Hier gibt es bestimmt Bären. Hier sind ja voll die Wälder und sowas hier in Bulgarien. Und da habe ich angefangen, das zu googeln. Und dann bin ich darauf getroffen. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es wirklich Bären in Bulgarien gibt. Und da habe ich mir gedacht, oh, Bären, oh nein. Und wenn die sich auf ihre Beine stellen, dann sind sie so riesig. Und dann machen sie einmal so mit ihrer Tatze. Und oh nein. Und habe ich mir schon vorgestellt, wie wir einem Bär begegnen. Und die Bären. Und dann, ja, auf jeden Fall, ne, das war schon mal so diese ganze Sache. So, ne. Ja, und da hatte ich erstmal totale Angst vor Bären die ganze Fahrt über. Und als wir dort angekommen sind, dann hatte ich auch erstmal richtig Angst, aus dem Auto zu steigen, weil da irgendwo wir auf Bären antreffen könnten oder sowas. Aber Arthur hat mich da beruhigt und sowas. Und dann sind wir irgendwann langsam weiter hochgegangen. Also Gott sei Dank sind wir auch keinen Bären begegnet. Also das war auch so ein Berg, den man besteigen konnte. Also wir waren jetzt nicht die einzigen Leute, die diesen Berg bestiegen haben, sondern da besteigen immer wieder Leute diesen Berg. Und ja, wie heißt es? Aber keine Ahnung, diese Angst mit den Bären, die ist halt da plötzlich bei mir gekommen. Und dann dachte ich, oh nein, was, wenn wir einen Bär treffen? Genau, auf jeden Fall, das war halt am Anfang so. Ich bin auch generell ein sehr unsportlicher Mensch. Und ja, durch meine Ängste mit den Bären und auch dadurch, dass ich so unsportlich bin und sehr viele Pausen brauche und sowas, ne, sind wir dann immer ganz langsam vorangekommen. Also Gott sei Dank sind wir vorangekommen, aber halt sehr langsam. Und ja, das war wirklich ein sehr, sehr langer Tag, wo wir auf diesen Berg gestiegen sind und dann auch wieder runtergekommen sind. Und eine Sache, die an diesem Tag halt auch noch passiert ist, war, wir waren dann irgendwann recht weit oben auf dem Berg und da war so eine Stelle, die kam mir irgendwie total steil vor. Also so übertrieben steil war die vielleicht jetzt nicht, aber sie war schon recht steil und mir kam sie in dem Moment übertrieben steil vor. Wirklich, ich dachte, boah, das ist so steil. Ich habe so Angst bekommen. Aber das Schlimmste in dem Moment war halt nicht, dass die Stelle steil war, weil so übertrieben steil war sie jetzt eigentlich gar nicht. Sondern das Schlimmste war halt, dass ich halt solche Gedanken bekommen habe mit Spring da runter und sowas. Ja, und ich wollte da nicht runterspringen. Aber das war halt damals so, dass ich sehr große Probleme mit Wut und Selbstverletzung hatte. Also früher war das so, dass ich ein Mensch war, wie ein Vulkan habe ich mich gefühlt. Sobald eine Kleinigkeit mich aus irgendeinem Grund sauer gemacht hat, also zum Beispiel, wenn ich auch irgendwas gedacht habe, was mich sauer gemacht hat, dann habe ich schon angefangen, so mich so innerlich zu fühlen, so wie als ob ich brodeln würde und ich bin richtig sauer geworden und das konnte bei mir so schnell passieren, dass ich explodiere und oft, wenn ich dann so mich so gefühlt habe, als ob ich explodiere, wie so ein brodelnder Vulkan, dann ja, habe ich mich dann zum Beispiel selbst verletzt oder sowas. Also das war wirklich echt ein massives Problem, was ich hatte. Ja, und das war dann auch an dem Tag so, dass ich wegen irgendwas sauer geworden bin und dann kamen diese Gedanken in meinen Kopf, spring da runter. Und das war voll schlimm für mich, weil ich generell so diese Probleme mit Selbstverletzung hatte und ich wusste, ich will da nicht runterspringen, aber gleichzeitig war das dann voll schlimm für mich und Selbstmord ist niemals eine Lösung. Das will ich an dieser Stelle ganz kurz sagen. Selbstmord ist niemals eine Lösung. Es ist niemals in Ordnung. Es ist niemals okay. Das möchte ich ganz, ganz klar sagen. Also wenn man solche Gedanken bekommt, sollen wir das niemals tun. Und ja, wenn man auch Probleme mit solchen Gedanken hat, sage ich ganz kurz an der Stelle, also für alle, die das so ein bisschen näher vielleicht interessiert, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, das geht fast eine Stunde zum Thema meine Erfahrungen mit Wut und Selbstverletzung. Genau, also da in dem Video spreche ich ganz ausführlich über diese Thematik mit der Wut und Selbstverletzung. Auch, dass der Jesus mich davon befreit hat. Ich war früher so ein impulsiver Mensch, wenn ich wegen irgendwas sauer geworden bin, dann habe ich mir wehgetan oder sowas. Und der Jesus hat mich so sehr verändert, das ist wirklich unfassbar und er hat mich so sehr von dieser Selbstverletzung befreit. Und wen das Thema interessiert, ich verlinke das Video unten in der Infobox. Ja, auf jeden Fall war das dann total heftig für mich. Und der Herr Jesus Christus hat wirklich Gnade geschenkt und es ist alles gut geworden. Arthur hat mir sehr viel geholfen und hat mich wirklich da ermutigt, dass wir das jetzt gemeinsam schaffen. Er hat mich daran erinnert, dass ich versiegelt bin mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist ist stärker als solche Gedanken. Und da hat er für mich gebetet und dann sind wir gemeinsam hochgegangen, also weiter den Berg hochgestiegen. Und ich habe mich dabei immer wieder daran erinnert, woran Arthur mich erinnert hat, dass ich versiegelt bin mit dem Heiligen
Heiligen Geist und der Heilige Geist stärker ist. Und da haben wir Gott sei Dank sehr schnell dieses Stück, wovor ich so Angst hatte, geschafft. Ja, dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Aber was mir in diesem Tag wirklich bewusst geworden ist, ist halt wirklich, dass ich damals ein großes Problem mit dem Thema Wut hatte. Vorher war mir das irgendwie nicht so sehr bewusst oder ich habe es nicht so ernst genommen oder sowas. Aber als diese Gedanken in meinen Kopf kamen mit Spring da runter und ich dann so sehr Angst vor mir selber irgendwo hatte und ich dann so Angst hatte, da runter zu springen, obwohl ich das nicht wollte, ja, da ist mir wirklich nochmal bewusst geworden, dass ich wirklich ein riesiges Problem mit dem Thema Wut hatte. Genau, aber wen das interessiert, da könnt ihr euch das andere Video anschauen, was ich unten verlinke, über diese Thematik mit der Wut und der Selbstverletzung. Ja, auf jeden Fall sind wir immer weiter höher und höher gestiegen und irgendwann war dann so wirklich der Schluss vom Berg. Also da waren wir schon fast ganz oben und dann war so das letzte Stück, da waren sozusagen auf diesem riesigen Berg sozusagen nochmal so wie zwei kleine Gipfel und beide dieser Gipfel waren sehr steil und da haben wir uns dann entschieden, dass ich einfach unten auf Arthur warten werde und dass Arthur kurz da dieses letzte Stück ohne mich weiter hochgeht und ich unten warten werde. Das war halt wirklich so wie sehr viel wie so Gestein sozusagen, also wirklich wie so ein riesiger Stein irgendwie sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es war wirklich wie so ein riesiger Stein und da hang dann, also das hat Arthur mir dann erzählt, da hang dann wirklich schon so ein Seil, damit man sich an dem Seil so ein bisschen hochziehen könnte und festhalten könnte. Und Gott sei Dank ist Arthur dann ganz gut hochgekommen. Ich habe ihn auch von unten sehen können. Und ich habe unten gewartet und habe für ihn gebetet und ich habe christliche Lieder gesungen. Und das war wirklich das Heftigste, was da in diesem Tag passiert ist und auch generell eines der heftigsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. Weil dann war es so, dass ich plötzlich, also ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir waren so ganz oben, wirklich, so, das war ein richtig hoher Berg. Wir waren ganz oben auf diesem Berg drauf. Da waren fast gar keine Menschen an diesem Tag da oben, wo wir waren. Ich stehe so ein bisschen weiter unten. Oben ist auch so ein Schall, wenn man ruft. Wenn man so ruft, da ist so ein bisschen so ein Schall. Und dann plötzlich ruft Arthur mich und ruft Elisabeth. Und er ruft, ich bin den falschen Weg gegangen. Und es war dann so, als er runtergegangen ist von diesem Berg, er irgendwo, weiß ich nicht, falsch abgebogen ist oder sowas, sodass er darunter gegangen ist, wo das Seil nicht mehr war. Also er musste jetzt irgendwie ohne dieses Seil von diesem übertrieben steilen Berg runterkommen. Und ich habe halt wirklich gedacht, wenn er da wirklich einen einzigen Fehltritt jetzt macht und da irgendwie an irgendeiner Stelle rutscht, das kann wirklich lebensgefährlich sein. Und das ist so, die Wahrscheinlichkeit, dass er das überleben würde, ist so niedrig. Und das war wirklich einer der schrecklichsten Momente meines Lebens. Da hatte ich halt wirklich so eine dolle Angst um Arthur. Und es war halt wirklich so, ich bin auf den Boden gegangen und ich habe wirklich gebetet, ich habe wirklich den Herrn angefleht. Ich habe den Herrn Jesus darum angefleht, dass er wirklich Engel an Arthurs Seite stellt, die ihm wirklich jeden einzelnen Schritt führen und sowas. Und dass der Herr seine schützende Hand unter Arthur hält. Ja, und ich habe ihn da wirklich so sehr angefleht und ich habe christliche Lieder gesungen und so. Und es war wirklich so unfassbar heftig, wirklich. Und ich habe so sehr gefleht vor dem Herrn Jesus Christus und es war so heftig und ich hatte so eine Angst und so. Gott sei Dank ist Arthur dann gut unten angekommen, wirklich unversehrt. Es war alles gut und ja, dafür danke ich dem Herrn Jesus wirklich so sehr, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so dankbar war. Arthur ist diesen Berg hochgestiegen und wusste nicht den Weg zurück und dann stand er plötzlich an so einer Klippe und alles eisig, glitschig und könnte ausrutschen und alles voller Steine. Ich habe so gebetet und es ist wirklich einfach nur ein Wunder, dass er lebt. Es ist einfach nur ein Wunder. Ich danke dem Herrn Jesus Christus jeden Tag. Ich danke ihm generell jeden Tag für Arthur, aber ich danke ihm auch jeden Tag wirklich dafür, dass Arthur lebt. Wirklich. Ich bin so unendlich dankbar. Ja, wir waren dem Herrn so unendlich dankbar und da wirklich haben wir wirklich gesagt, wow, wir müssen unseren Hund wirklich Zion nennen. Also das war halt wirklich so, wir haben ja diese Abmachung gehabt, wenn wir auf diesen Berg steigen, dann kaufen wir uns einen Welpe. Ich habe das ja auch vorhin vorgelesen mit dem Berg Zion. Ja, und irgendwie für uns hat es dann total gepasst. Wir haben schon vorher überlegt, unseren Hund vielleicht Zion zu nennen. Aber dann mit diesem großen Wunder, was der Herr auf diesem Berg getan hat, ne, also wirklich, ich unterstreiche Berg wegen ne, Zion Berg und ja genau, was der Herr dann für Wunder auf dem Berg getan hat. Also das ist zwar ein anderer Berg gewesen, aber trotzdem. Ja, und auch generell auch wegen unserer Abmachung, wenn wir auf den Berg steigen, dass wir uns dann den Hund holen. Ja, und dann war es eines Tages soweit, dass wir dann uns unseren Hund gekauft haben. Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie haben wir dann angefangen zu zweifeln und haben gedacht, sollen wir sie wirklich Zion nennen oder sollen wir ihr doch einen anderen Namen geben? Und da haben wir halt irgendwie dann uns andere Namen ausgedacht. Wir haben dann auch irgendwie gar keinen Namen gefunden, wo wir wirklich gedacht haben, ja,
so wollen wir sie nennen, sondern haben dann irgendwie gedacht, vielleicht so oder so oder so und wussten irgendwie nicht genau, wie wir sie nennen sollen. Aber haben halt irgendwie das dann mit Zion dann doch irgendwie so ein bisschen zur Seite geschoben. Ja, als wir sie dann ungefähr eine Woche hatten oder vielleicht ungefähr 10 Tage oder sowas, ist sie dann aber plötzlich schwer krank geworden. Also wir haben gemerkt, wie sie immer weniger Kraft hatte und sowas. Wir waren mit ihr beim Tierarzt, der hat sie dann getestet oder untersucht. Und das ist dann schnell herausgekommen, dass sie Parvovirose hat. Das ist sowas ähnliches wie eine Hundeseuche oder das ist sowas wie eine Hundeseuche. Die ist super leicht übertragbar. Also zum Beispiel alleine schon, wenn ein Hund Parvovirose hat und dieser Hund draußen irgendwo hinmacht und ein anderer Hund das dann halt irgendwie riecht, daran schnüffelt, dann kann das halt schon passieren, dass dieser Hund sich das dann auch einfängt. Also das ist wirklich wie so eine Hundeseuche. Ja, und das war wirklich sehr heftig. Also, das ist wirklich keine harmlose Krankheit, sondern im Internet, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals gelesen, dass im Internet stand, dass ungefähr 80% der Hunde, die daran erkranken, sterben. Also, das ist wirklich eine Krankheit mit einer sehr hohen Sterberate. Und dann kommt ja noch hinzu, dass Zion ungefähr, weiß nicht, vielleicht ungefähr 3,5 Monate ungefähr alt war. Also sie war etwas mehr als 3 Monate alt, sie war noch ein ganz kleiner Welpe. Und dazu kommt halt auch noch hinzu, dass Zion wirklich ein extremst, ich würde mal sagen, sensibler Hund ist. Und dann hatte sie diese Parvovirose. Wir waren am Anfang uns nicht so bewusst darüber, dass diese Parvovirose so eine schlimme Krankheit ist und haben ihn gefragt, ob sie das überleben wird. Und dann hat er gesagt, dass er das nicht weiß. Und dass letztens erst 2 Rottweiler in seiner Tierarztpraxis an dieser Krankheit gestorben sind. Und Rottweiler, das sind ja ganz andere Hunde als Zion. Und wie heißt es? Und wenn selbst solche Hunde an dieser Krankheit sterben, das war für uns so, boah, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser kleine Welpe diese Krankheit überleben wird? Das war total heftig. Und das war halt auch wirklich so, sie hat tagelang nichts gegessen. Sie lag halt wirklich so da rum, den ganzen Tag lag sie einfach und lag. Manchmal ist sie ganz kurz, hat sie versucht so aufzustehen, um auf Toilette zu gehen, aber ansonsten, sie lag einfach nur rum, hat so vor sich hergestarrt. Irgendwann hat sie auch so angefangen, so ihren Kopf so irgendwie so nach hinten in den Nacken fallen zu lassen, so als ob sie gar nicht mehr so, ja, als ob ihre Muskeln irgendwie schon versagen würden oder sowas. So kam das rüber, so ihre Augen sind dann so manchmal schon so irgendwo hingegangen und das war halt wirklich richtig heftig. Also das war wirklich, ja, wir haben so eine Angst gehabt, dass sie sterben wird, wirklich. Und wir waren fast die ganze Zeit bei ihr und eines Abends war das dann so, da wollten wir kurz Pizza holen und wir haben gedacht, okay, wir lassen sie jetzt nur ungefähr 10 oder 15 Minuten oder so hier alleine. Und dann sind wir gefahren und als wir zurückgekommen sind, haben wir plötzlich, wir haben Zion nicht gesehen und haben aber so ein Teich sozusagen, wirklich so eine Pfütze von Blut auf dem Boden gesehen und wir haben so Angst bekommen, aber Gott sei Dank, da haben wir gesehen, Zion ist irgendwo hingegangen, also so innerhalb der Wohnung, sie ist halt irgendwo hingegangen und da haben wir sie gefunden und sie war Gott sei Dank am Leben, aber das war echt so heftig, als wir dann diese Blutpfütze auch noch gefunden haben. Ja, und wie gesagt, sie hat tagelang nichts gegessen. Arthur war jeden Tag während dieser Zeit mit ihr beim Tierarzt und dort hat sie dann jeden Tag den Tropf bekommen, sodass sie dann wieder Flüssigkeit in ihren Körper bekommen hat und sowas. Ansonsten, also sie hat ja fast nichts gegessen, nichts getrunken. Also ich weiß nicht, fast nichts oder gar nichts. Es war wirklich heftig. Und das war wirklich heftig. Und an dem Abend, als das mit dem Blut war, wo wir das wiedergekommen sind von dem Pizza holen und wir wie diese Blutpfütze da auf dem Boden gefunden haben. Und irgendwie war das an dem Abend so, ich weiß es nicht mehr genau, aber wir haben uns daran erinnert, dass wir eigentlich vorhatten, sie Zion zu nennen. Das hatte ja wirklich voll die große Bedeutung für uns. Der hat ja so große Wunder auf dem Berg getan, als wir auf diesen Berg gestiegen sind, diesen Mount Viren. Und wir haben gedacht, wir müssen unseren Hund Zion nennen. Und und irgendwie haben wir das dann aber doch nicht gemacht. Und an diesem Abend haben wir uns daran erinnert, dass wir sie eigentlich Zion nennen wollten, aber dass wir es dann doch nicht gemacht haben. Und dann sind wir auf die Knie gegangen und haben wirklich gebetet. Wir haben den Herrn angefleht, dass sie gesund wird und wir haben uns bei ihm entschuldigt, dass wir sie nicht Zion genannt haben und haben ihm gesagt, Herr Jesus Christus, wenn du sie gesund werden lässt, wenn du sie gesund machst, dann werden wir sie Zion nennen, bitte Herr. Und wir haben ihn wirklich so sehr angefleht. Und ich weiß nicht, ob das ein Tag oder ein paar Tage später war. Irgendwie war das ein paar Tage später oder sowas, dass Arthur in den Kopf kam, vielleicht Honig zu kaufen. Und
ihr so ein bisschen Honig mit so einer Spritze reinzugeben. Also man hat auch sie gar nicht dazu bekommen, irgendwas zu essen oder sowas. Und dann haben wir das gemacht, dass wir ihr mit so einer Spritze, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Plastikspritzen, wo man auch so Wasser reintun könnte oder sowas. Da haben wir dann Honig reingetan und haben ihr das so an der Seite so langsam so ein bisschen in den Mund gespritzt. Und es war, glaube ich, sogar an dem gleichen Abend, wo es angefangen hat, ihr dann immer besser zu gehen. Also dann hat man plötzlich so ein bisschen gemerkt, wie sie immer mehr so ein bisschen zu Kräften gekommen ist. Und an dem Abend habe ich dann so Hühnchen gekocht. Und dann hat sie plötzlich dieses Hühnchen gegessen und dann ging es ihr von da an immer besser und besser. Und das war wirklich so ein großes Wunder. Und sie ist dann wirklich langsam immer mehr gesund geworden, ihr ging es dann immer mehr besser. Ja, und ich hatte das ja jetzt eben erzählt, wie das dazu kam, dass wir sie dann doch Zion genannt haben. Der Herr Jesus Christus hat auch in Bezug zu Zion noch viele andere Wunder getan. Also er hat ja generell in unserem Leben ganz viele Wunder getan. Aber auch in Bezug zu Zion hat er sehr viele Wunder getan. Das waren jetzt einige. Der Herr hat uns diesen Hund wirklich geschenkt. Es gab so viele Gelegenheiten, wo Zion hätte sterben können. Aber der Herr Jesus Christus hat so viel Gnade geschenkt und es ist immer alles gut geworden und jetzt ist sie lebendig und ist am Leben und liegt da hinten und dafür sind wir so unendlich dankbar. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte zu Zion. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Geschichte mit Bulgarien. Das war ja dann so, dass wir diese Wohnung in Bulgarien dann doch nicht gekauft haben. Das ist nochmal so eine eigene Geschichte für sich. Auf jeden Fall haben wir diese Wohnung dann doch nicht gekauft. Aber wir hatten dann ein Auto und wir hatten Zion. Und jetzt im Endeffekt haben wir eine Mietwohnung, wo wir bereits seit einem Jahr wohnen, aber nicht in Bulgarien, sondern auf Madeira. Der Herr Jesus Christus hat so viel Führung und Leitung geschenkt. Damals in Bulgarien war es noch nicht die Zeit mit der Wohnung. Da war es noch die Zeit, weiter zu reisen und so weiter. Aber dann ungefähr vor einem Jahr war es dann soweit, dass der Herr uns genau zum richtigen Zeitpunkt eine Wohnung geschenkt hat. Also wir haben diese Wohnung gemietet, das ist eine Mietwohnung. Aber ich meine, wo der Herr das so geführt hat, dass wir jetzt eine feste Bleibe haben, so in der Zeit auf dieser Erde meine ich natürlich. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir leben jetzt ungefähr seit einem Jahr hier und der Herr Jesus Christus hat das, wie gesagt, genau zu perfekten Zeitpunkt so geführt mit dieser Wohnung. Also kurz bevor das mit Corona angefangen hat, sind wir hier eingezogen. Und ja, so hat der Herr Jesus Christus das geführt, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt diese Wohnung bekommen haben. An dem Ort, an den er für uns vorgesehen hat, hier auf Madeira. Wir haben auch die Registration und so. Wir leben hier seit fast einem Jahr oder ungefähr jetzt genau fast wirklich genau ein Jahr. Heute ist ja der 30. Dezember, wo ich das aufnehme. Und wir sind genau vor einem Jahr jetzt in diese Wohnung hier eingezogen, einen Tag später. Und genau, so der Herr will, möchten wir gerne weiter auf Madeira bleiben. Also wir sind hierhin nach Madeira ausgewandert. Wir wollen hier bleiben, so der Herr will. Ja, wir sind gespannt, wie lange noch, weil der Herr kommt auch bald und die Entrückung ist bald und wir freuen uns darauf, wenn wir endlich beim Herrn sind. Ja, aber in der Zwischenzeit möchten wir für ihn leben und das tun, wozu er uns berufen hat. Ich habe auf meinem Kanal eine Videoreihe, die heißt Wie und wieso wir 3 Jahre auf Weltreise waren und dann habe ich auch noch ein separates Video zu der Geschichte mit Madeira, genau zu dieser Wohnung. Hiermit beende ich dieses Video. Was ich am Ende gerne noch sagen würde, ist, falls jemand dieses Video anschaut und noch nicht gerettet ist, möchte ich einfach noch kurz erwähnen, wie man gerettet wird. Wir sind alle Sünder. Der Herr Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Er hat ein Leben komplett ohne Sünde gelebt, was wir nicht leben könnten. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und er ist wieder auferstanden. Um gerettet zu werden, muss man wirklich an den Herrn Jesus Christus glauben. Und das, was er für einen am Kreuz getan hat, ganz persönlich annehmen. Man kann nicht durch eigene Werke gerechtfertigt werden, sondern nur alleine durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Zu einem echten Glauben gehört es natürlich auch dazu, dass man von seinem alten Leben umkehrt und dem Herrn Jesus Christus alles abgibt, das ganze Leben und ihm nachfolgt. Und ich und Arthur werden für die Menschen beten, die dieses Video schauen, aber noch nicht gerettet sind. Der Herr Jesus Christus kommt bald. Und ja, jetzt beende ich dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.